Willkommen zurück zur nächsten Folge eures Lieblingspodcasts Profiteur von der Grasnarbe bis in die Stadien. Hier seid ihr richtig, wenn ihr einen Podcast sucht, der euch den Kosmos Profisport mit all seinen Akteuren ein bisschen näher bringt. Dabei werde ich mit Experten über deren Weg und die dabei auftretenden Herausforderungen sprechen, um euch somit auch einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. In diesem Zusammenhang wird bestimmt der ein oder andere wichtige Tipp für Eltern dabei sein, wie sie ihre Kinder in ihrer Leidenschaft bestmöglich unterstützen können. Nachdem wir bereits letzte Woche mit Etienne einen internationalen Gast hier zu Besuch hatten, dachte ich, mach mal in dem Zuge gleich weiter. Ich darf ganz herzlich den Helgi Kolvitsson begrüßen. Er ist mit 24 Jahren von dem schönen Island nach Deutschland gekommen, zum SC Pfullendorf an Bodensee. Von Pfullendorf führte sein Weg weiter nach Lustenau in die österreichische zweite Liga. Er schaffte dort den Aufstieg in die erste Liga. Anschließend ging er nach Mainz 05. Die waren damals in der zweiten Bundesliga. Und von Mainz führte sein Weg weiter zum Absteiger aus der ersten Bundesliga, dem SSV Ulm, der einigen bekannt sein wird. Und von Ulm ging es wieder zurück nach Österreich zum FC Kärnten. Dort spielte er dann 3 Jahre in der österreichischen ersten Liga, bis es anschließend wieder zurück, back to the basics, Helgi, nach Pfullendorf ging, wo er dann auch 2008 seine Karriere beendete. Auf internationaler Ebene spielte Helgi 29 Länderspiele für die isländische Nationalmannschaft. Und nach seinem Karriereende 2008 ging er auch gleich in die Trainerstation über. Und zwar übernahm er das Team zuerst von Pfullendorf, dann von seinem ehemaligen Verein in Österreich, Lustenau. Dann ging es zur Wiener Neustadt und dem SV Ried. Und ab 2016 bis 2018 wurde er Co-Trainer von Island. 2016 bis 2018 wird den meisten Hörerinnen und Hörer auch was sagen, denn dort war die EM-Teilnahme und WM-Teilnahme von Island, auf das wir auch ein bisschen eingehen werden. 2019 übernahm er das Traineramt als Nationaltrainer von Liechtenstein und seit 1.7.2022 ist er der sportliche Leiter vom SC Pfullendorf. Helgi hat neben seiner Profikarriere auch ein zweites Standbein aufgebaut. Er ist der CEO und Inhaber von iCool Sports. iCool Sports für alle diejenigen, die gerade dem Trend hinterher springen, dass sie sich nach einer sportlichen Einheit regenerieren wollen. iCool Sports bietet Eisbäder für Sportler und er ist dort auch sehr erfolgreich mit Bundesligisten verbunden. Dort ist er seit 2015, 2016, wie gesagt, Geschäftsführer. Aber Helgi, ich übergebe das Wort gerne an dich. Habe ich alles perfekt zusammengefasst? Habe ich was vergessen? Ja, hallo erst einmal. Nee, also so in Groben kann man sagen, nicht viel vergessen. Okay, super. Dann bin ich glücklich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Helgi, du hast isländische Wurzeln. Island hat Stand jetzt, wir haben mal kurz drüber gesprochen, das erste Playoff-Spiel, was noch zur EM-Teilnahme führen könnte, gegen Israel mit 4-1 gewonnen und steht jetzt morgen Abend in Breslau gegen die Ukraine vom finalen Spiel, um noch die EM-Teilnahme zu schaffen. Wie schätzt du die Chancen ein, dass es Island noch schaffen könnte zur EM? Ja, es ist ein wenig so wie einfach ein Pokalfeeling. Man hat 2 Spiele, da geht es um alles oder nichts. Und das erste Spiel haben sie wirklich souverän gemacht und 4-1 gewonnen. Und jetzt gibt es nur noch einen Spiel. Und wir haben schon in der Vergangenheit auch damals, wo wir uns qualifiziert haben für Russland, haben wir Ukraine in der Gruppe gehabt. Die haben wir souverän zu Hause 2-0 geschlagen, auswärts 1-1 gespielt. Also alles ist möglich. Okay. Wie sehr schätzt du diese, du hast gerade angesprochen, die erfolgreichen Turniere 2016, 2018, wie sehr lebt die Mannschaft heute noch von den Erfolgen der Vergangenheit? Ja, ich glaube, erstens haben wir 2016 gezeigt, dass mit bestimmten Disziplinen, mit bestimmten Konzepten wir als kleines Land, wie wir zum Spielen haben, dass wir sowas schaffen können. Und dann haben wir es nochmal bestätigt, 2018, wo wir zur Weltmeisterschaft gegangen sind, was natürlich keiner dran geglaubt hat nach der Europameisterschaft, hat jeder gemeint, das war einmalig, aber dann nochmal einen Schritt zu machen, ich glaube, das war das Größte, was wir eigentlich machen konnten.
Weil der Hype nach der Europameisterschaft war natürlich riesig. Und wo wir uns dann für die Quali getroffen haben, ein paar Wochen später, weil es im August angefangen hat wieder, da war so ein kleiner Hangover bei den ganzen Fans und Mannschaft etc. Einige Verletzte, es gab dann Umbruch und da weiß ich noch, wir hatten das erste Spiel in Ukraine zum Start und da wieder zum Starten, weil wir gesagt haben, wir wollen uns qualifizieren. Wir qualifizieren uns für die Weltmeisterschaft, war eine klare Aussage von uns auf der Pressekonferenz. Aber daran hat eigentlich keiner geglaubt und dann haben wir tatsächlich diese Gruppe gewonnen mit Kroatien, mit Ukraine, mit Türkei drin, mit Kosovo. Also es waren keine leichten Gegner, sagen wir mal. Für uns sowieso gibt es keinen leichten Gegner. Aber die Gruppe noch zu gewinnen, das denke ich mal, war eine Riesensache für uns. Durch das, dass wir natürlich auf die Weltmeisterschaft gekommen sind, dann hat die Nations League gestartet. Wir sind natürlich damals gewesen auf FIFA-Rangliste 19, glaube ich, wo wir die beste Platzierung gehabt haben. Durch das sind wir in die UEFA, also in die Nations League in Gruppe A reingekommen. Und da kriegt man natürlich immer durch Hintertür wieder Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und dann haben sie halt danach nicht so gut abgeschnitten in der Nations League, aber die hat man wieder aufgestockt. Also lebt diese Chance immer noch und von dem, was wir 2018 wirklich gemacht haben. Okay. Immer wieder die Möglichkeiten. Ja. Jetzt besteht da jetzt schon Pläne, dass wenn, also ich kann mich da schlecht reindenken, aber plant man da jetzt schon im Voraus, okay, wenn wir es schaffen würden, jetzt am Dienstag, stehen da schon die Pläne im Hintergrund, wo man quasi sich niederlässt in Deutschland, um an der EM dann zu spielen? So, da bin ich noch nicht informiert, inwieweit die so weit raus geplant haben. Ich weiß nur, dass ich bin früher, habe die ganze Quartiere ausgesucht für uns. Von der Struktur her bin ich rumgeflogen, ich war überall in Russland und haben uns Quartier gesucht, mittendrin in der Quali. Damals schon, 2017, war ich nach 10 Tage, 2 Wochen Tour in Russland gewesen und habe unser Quartier gefunden. Wir haben dann das präsentiert der Mannschaft auch als Motivation und gesagt, es ist, da bleiben wir, wenn wir in Russland sind. Also nicht wenn, sondern wir haben gesagt, da bleiben wir. Wir haben schon gebucht. Okay. Also, ansonsten tragen wir die Rechnung. Keine Ahnung. Okay. Wenn sie es schaffen würden, dann schaust du bei der Mannschaft vorbei? Oder wie besteht da der Kontakt noch? Ja, das auf jeden Fall. Also Großteil von dem Staff ist der Staff, was bei uns gearbeitet hat. Die ganzen Physiotherapeuten, Doktoren, Teammanager, also der Einzige, wo ich ihn nicht kenne, ist der Trainer, der Norweger, aber sonst kennt man natürlich alle. Sind noch alle so zusammen quasi von damals noch so geblieben? Ja, der Co-Trainer, mit dem habe ich selber gespielt und also es ist ein kleines Land, da kennt ihr den. Ja, das Schöne dran. Ja. Wenn man in die EM 2024 blickt, hast du dir selbst Karten besorgt fürs Turnier oder schaust du gewisse Spiele an? Bis jetzt konkret Karten noch nicht besorgt, aber ich bin ein wenig verbunden mit der Europameisterschaft durch mein Geschäft jetzt im Sommer. Für die Regenerationsbereiche teilweise und da werde ich sehr viel unterwegs. Also ich werde in einigen Stadien sein, aber ob ich dann direkt beim Spiel dabei bin, das weiß ich nicht. Okay. Und wie sehr freut es dich nicht nur wirtschaftlich gesehen jetzt für deine Firma, sondern auch so als Sportler, dass so eine EM jetzt vor der Tür steht? Freust du dich aufs Turnier? Ja, absolut. Also ich denke mal jetzt auch nach dem letzten Spiel ist ein wenig Euphorie in Deutschland ausgebrochen jetzt. Ja. Und trotzdem so ein Heim wie WM, EM, das ist natürlich was Besonderes. Deutschen sind auch bekannt dafür, wie man da Public Viewing, wie man da was aufziehen kann auf den Straßen, wie diese Freude, wie die Leute zusammenkommen. Und ich denke, nach den letzten depressiven Jahren teilweise, was wir gehabt haben über die Corona-Phase, dass es wirklich eine Freude machen könnte, jetzt im Sommer gemeinsam im Biergarten zum Hocken, gemeinsam Spiele anzuschauen, auf die Fanmeilen zu gehen. Und ich warte da einfach eine riesen Euphorie in die Richtung. Und
Das war natürlich auch ein bisschen ein Vorteil für mich. Ja, und nicht nur, wenn es um Geschäft geht, sondern einfach, man kennt die Abläufe von der Europameisterschaft, von der Weltmeisterschaft, man weiß auch, was da los ist. Und also ich freue mich riesig auf das. Ja, ich glaube, da sprichst du viele Sachen aus, auf die sich viele Menschen generell freuen, nach der Corona-Zeit mal wieder so ein Public Viewing haben, einen internationalen Austausch und die Euphorie auch dann auf den Feldern mal ausleben zu können. Wen siehst du bei der EM vorne? Was sind deine Favoriten? Dass wir die jetzt gleich mal in Stein meißeln können und dich nachher wieder drauf festnageln. Tatsächlich ist Deutschland immer ein Favorit für mich und vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Franzosen, Spanier natürlich, wie gewohnt, oder die Engländer. Also, England hat auch einen riesen Schritt gemacht die letzten 10 Jahre. Muss man einfach sagen. Es ist, wenn man da wirklich Philosophie, was die gemacht haben, wie sie teilweise 2011, 2012, oder 10 ihre Jugendarbeit umgekrempelt, wie viele Top-Spieler Engländer jetzt in der Premier League spielen, was früher nicht so häufig war wie jetzt. Und ich glaube, diese Früchte, was die damals gemacht haben, diese Umstrukturierung, ich kenne auch einige Videos, weil ich arbeite sehr viel in Jugendarbeit. Wenn man sieht, was die machen von der Athletik hier in Arsenal oder in der Akademie etc., wann sie beginnen, mit 9 oder 10 Jahren, was absolut in meiner Sinne ist, dann trägt das jetzt halt Früchte. Wir haben damals in Island das umstrukturiert, 2000, 99 um die 2000 und 2015, 16 haben wir die Ernte davon gehabt. Und ähnlich ist es bei den Engländern jetzt und ich denke mal, die könnten auch mal ein Geheimfavorit sein. Ja, bin ich bei dir. Vor allem die Breite des Kaders und was du auch ansprichst, wenn man da einen auswechselt und es kommen halt ja, junge Talente nach, die diese Ausbildung genossen haben, das macht schon sehr viel aus. Und ich sehe es genauso wie du. Wenn man jetzt auch Deutschland gegen Frankreich angeschaut hat und gesehen hat, was bei Frankreich noch auf der Bank sitzt, was da noch nicht eingewechselt wurde, ist auf jeden Fall bei mir auch so weit vorne dabei. Und Deutschland lebt, glaube ich, von der Euphorie. Wenn die Euphorie entfacht wird nach den ersten Spielen, ist es eine Turniermannschaft, dann kann bald kommen. Ich bin auch gespannt. Aber zurück zu dir. Du bist in Island geboren. Kannst du uns da mal mitnehmen, wo genau Reykjavik, wenn mich nicht alles täuscht? Ja, Oder genau. wie sah deine Kindheit damals aus und wie kam der kleine Helgi dann zum Fußball? Ja, letztendlich war ich immer sehr aktiv im Sport. Also ich habe, glaube ich, jede Sportart außer Tennis gespielt und Volleyball über Handball im Winter und Fußball im Sommer und Leichtathletik. Also das war halt gang und gäbe bei uns. Man ist den ganzen Tag auf dem Bolzplatz gewesen und immer da aufgewachsen sind, auch in der Schule sehr viel und die öffentlichen Plätze zum Fußballspielen oder irgendwelche Grasflecken hinter irgendeinem Haus, das ist alles ausgenutzt worden damals und ja, wir haben ja eigentlich nicht viel anderes zum tun. Und dann im Winter war wirklich so, dass man Basketball, Handball immer gleichzeitig gespielt, weil im Sommer hat man Fußball gespielt draußen, dann hat der Handballsaison angefangen, wo der Fußball fertig war. Also da ist man immer zweitgleisig gefahren, aber ich glaube alle, was ich denke mal heutzutage einfach ein wenig fehlt bei vielen Jugendspielern oder Spielern, ist diese polysportive Ausbildung, dass sie auch wirklich andere Sachen machen können. Und man wirklich den Überblick über einen Handball oder Basketball, was man da für Abläufe teilweise hat, ist auch nicht viel anders als wenn Standardsituationen hier gibt im Fußball. Und das ist auch zum Beispiel eine Waffe, warum wir uns qualifiziert haben damals, wenn wir so viele Tore gemacht haben über Standardsituationen, weil die Abläufe, alle meine Jungs in Island haben entweder Basketball, Handball oder sonstige Ballsportart auch gespielt. Und ja, das war ein Luxus, als Kind dort aufzuwachsen. Und ich habe das auch jetzt, meine jüngste Tochter ist jetzt mit 16, jetzt macht er Schulprogramm mit Sport, die trainiert 5-mal in der Woche plus Spiel. Alles kompensiert mit der Schule zusammen. Und sie ist jetzt in Island, also natürlich Möglichkeiten und einfach ein gesundes Leben für die Kinder, wo ich denke mal, das ist einmalig.
Ich find's ganz interessant, dass du es ansprichst, diese verschiedenen Sportarten, die verschiedenen Bewegungsabläufe, die man, wenn man sich nur auf einen Sport konzentriert, dann gar nicht, also ja, in Erfahrung bringen kann und von denen man dann nachher aber, wie du ja auch sagst, du hast Basketball gespielt, du hast Handball gespielt, wo verschiedene Situationen dann doch wieder eine Ähnlichkeit haben zum Fußballspiel, dass die einem nachher einen Mehrwert bringen können. Das unterschätzen, glaube ich, heutzutage die meisten. Da wird wirklich ab jungem Alter geschaut, okay, für was interessierst du dich? Du interessierst dich für Fußball, du bist gut, alles klar, du kommst jetzt dorthin, wo du fünfmal in der Woche oder sechsmal die Woche nur Fußball trainierst, aber alle anderen Sportarten bleiben außen vor. In welchem Alter war es dann bei dir so, dass du gemerkt hast, okay, Fußball ist so der Sport, mit dem ich, an dem ich am meisten Spaß habe und wo ich auch sehr gut drin bin? Ja, wirklich angefangen hat es mit dem, wo ich nach Amerika gegangen bin. Ich bin mit 17 nach Amerika, war dort ein Jahr in der Schule und das war Mitte August, wo ich rausgegangen bin und war fast Ende Saison in Island. Und dann hat die Fußball, also der Fußball angefangen in der Schule in Amerika. Und dann habe ich natürlich nur Fußball gespielt, Handball haben sie nicht gekannt. Also war einfach so, dass ich dann durch den Fußball und da auch relativ, war das erste Jahr, dass ich wirklich 10 Monate oder 12 Monate auf dem Fußballplatz trainiert habe. Weil meistens war es so, wir waren fertig im Mitte September und dann gab es erst einmal 1,5 Monate Pause und dann bist du irgendwann in die Halle und so bin ich nach Amerika gekommen und habe dann wirklich weiterhin Vollgas-Vorbereitung gehabt, Training gehabt, habe es dann auch geschafft in so All-American-Team. Bin da ausgewählt, ich hätte auch noch Möglichkeiten gehabt als Full Scholarship, Angebote gehabt in Amerika auch durch das. Also es war dann so, ja, und durch das, dass ich dann ein ganzes Jahr gar keinen Handball mehr gespielt habe, ist es dann einfach zum Fußball geworden. Wo genau in Amerika wart ihr damals? Ich war in Upstate New York an der Grenze von Kanada. Lake Ontario, es ist gegenüber von Toronto. So, dort. So, es war wirklich für mich ausschlaggebend durch das, dass es natürlich extreme Förderungen durch die Schule gibt in Amerika. Und wir waren da täglich im Sport. Also es waren 6 Tage in der Woche Folge. Also wenn freier Tag war, haben wir Basketball gespielt in der Straße oder wir sind zum Baseball oder Ringertraining. Wir haben alles gemacht. Also es gab nichts, kein Tag ohne Sport, glaube ich, das ganze Jahr für mich. Das war auch so in der Phase, es war Wachstumsphase für mich. Ich war sehr athletisch gebaut immer damals, aber ich habe da 7 oder 8 Kilo Muskelmasse zugelegt. In diesem Jahr, aber nicht, aber topfit, aber ich war noch nie so fit in meinem Leben. Das ist einfach der Punkt, wo ich sage, durch die Förderung, durch die Schule, durch das viele Training und die Einfachkeit, einfach für mich war ein Traum. Und wie kam es dann dazu, dass du danach, also du hast gerade vorhin angesprochen, dieses Scholarship, das dir angeboten wurde, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, nee, möchte ich nicht, ich möchte, gab es da schon das Angebot aus Deutschland oder wie kam der Kontakt zustande? Nee, also ich bin dann nach Hause, habe meine Schule fertig gemacht in Island und habe mich dann beworben zum Sportlehrer. Hätte da noch 4 Semester gehabt, also 2 Jahre. Geht immer nur. Und bin nicht direkt reingekommen, ich war relativ spät dran, aber die nehmen nur 30 Leute im Jahr in die reine Sportschule. Und dann war es so, dass ich ein Jahr arbeiten wollte, um einfach Geld zu verdienen. Und dann wäre ich der Erste auf der Liste für nächstes Jahr. Hätte ich nur 2 Jahre gemacht, dann wäre ich fertig mit dem Sportlernen. In der Phase kriege ich einen Anruf, ob ich Interesse hätte, nach Deutschland zu gehen. Ich habe mir das vorgestellt hier und das war mein ehemaliger Coach damals, der Atle Edvaldsson, der verstorben ist, hat in Düsseldorf bei Uerdingen gespielt. Und der hat mir das ermöglicht und dann bin ich hergekommen, habe mir das angeschaut und durch meine Erfahrung einfach von Amerika, dass ich das ganze Jahr hier trainieren kann und nicht so wie in Island, habe ich gesagt, ich probiere es. Und dann war einfach ein klares Ziel für mich. Ich bin erst einmal hergekommen, habe hier gearbeitet, kein Wort Deutsch gesprochen oder wie auch immer. Und dann habe ich einfach aufgehört irgendwann zum Arbeiten, weil Arbeiten und Fußball, das kann ich in Island.
Dann sagt sie, ich setze jetzt alles auf eine Karte, entweder ich packe es jetzt im Sommer oder ich gehe nicht wieder zurück. Dann habe ich doch meinen ersten Profivertrag in Lustenau bekommen. Alles relativ spät. So, welche Liga hat damals Pfullendorf gespielt, wo du angefangen hast? Wo ich hergekommen bin, war mal Oberliga. Oberliga, okay. Und dann aus der Oberliga direkt zu Lustenau. Ja, zweite Liga Lustenau und dann sind wir direkt aufgestiegen und in Bundesliga und dann habe ich ein Angebot von Mainz 05 bekommen. Okay. Welche Position hast du damals gespielt? Ja, meistens auf der 6 und dann als Innenverteidiger. Okay. Ja, meistens im defensiven Bereich. Okay. Eigentlich alles. Allrounder. In der Jugend war ich Torschützenkönig im Verein und war als Stürmer unterwegs. Dann hat sich irgendwann ins Mittelfeld gelagert. Wenn ich jüngerer Jahrgang war, war ich teilweise als rechter Verteidiger. Und dann hier in Deutschland bin ich reingekommen als Verteidiger. Dann war ich auf der Sechserposition. Dann bin ich ja, so, relativ flexibel. Okay. So alles mal durchlaufen, von allem auch wieder ein bisschen was mitgenommen. Ja, genau. An Erfahrung. Gab es bei dir, du hast jetzt vorher gesagt, Sportlehrer war auch so ein Thema, gab es immer den Wunsch, okay, ich kann Sport vielleicht also als meinen Hauptberuf zu machen oder gab es auch irgendwelche anderen Berufswünsche, die du dir da damals vorgestellt hast? Aber was heißt Berufswünsche? Ich habe mir überlegt, damals als Fluglotse, weil mein Onkel der Ausbildner ist für die ganze Geschichte, aber da habe ich es relativ schnell weggeworfen, weil es eine Schichtarbeit ist, dann hätte ich nicht Fußball spielen können. Okay, ja. Dann haben meine Eltern auch ein Geschäft gehabt mit Spenglerei und da habe ich auch eine Lehre durchgezogen. Also da habe ich gearbeitet mit, seit ich 12, 13 war. Habe dann natürlich den Betrieb in- und auswendig gekannt. Mein Vater hat mich auch gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, könnte ich. Wahrscheinlich wäre es mir gut gegangen, aber das war nicht mein Traumjob. Und ich denke mal, unabhängig von dem, es wäre halt nur Arbeit gewesen. So, aber meine Leidenschaft bleibt einfach im Sport und alles rund um den Sport und das war einfach mein Weg. Ja, ich glaube auch dieses Mindset muss man dann auch irgendwann haben, auch wie du jetzt gesagt hast, ich setze alles auf die Karte, Fußball und ich versuche es da einfach und ich ja lass die anderen Themen mal außen vor und versuche dort Fuß zu fassen und im Profisport zu kommen. Ich glaube, wenn du dieses Mindset nicht an den Tag legst, wird schwierig, dich da irgendwie durchzusetzen, wenn du immer sagst, okay, ja, nee, eigentlich gibt es auch noch parallel was anderes. Ja, es ist, das Thema habe ich öfters mit jungen Spielern. Wir haben Spieler mit 18, 19, wo dann 19 oder 20 sagen, ja, ich pack's eh nicht mehr. Dann sage ich, okay, ich war 24, wo ich hergekommen bin. Dann habe ich die gleiche Bedienung gehabt wie du, 4 Jahre älter. Ich habe es doch geschafft, es sind 30 Länderspiele, nicht 29, so wie Wikipedia steht. Ja. Aber unabhängig von dem, ich habe es geschafft, trotz so spät UEFA Cup zu spielen, den Cup-Finale, Bundesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga Österreich und 30 Länderspiele zu machen. Und dann sage ich zum jungen Spieler, wo vielleicht 19, 20 ist, Junge, du hast jetzt 4 Jahre Vorsprung auf mich. Was wäre, wenn du jetzt alles auf Karte Fußball und Ernährung? Damals haben wir null Info über Ernährung gehabt. Du kannst dich testen lassen. Du kriegst ein individuelles Fitnessprogramm. Ich durfte nie in Kraftkammer reingehen damals, weil die haben gesagt, du hast zu viel Masse. Heute undenkbar, wie ich damals auch das erlebt habe. Und ich sage so zum jungen Spieler, Junge, gib dir 2 Jahre, setz alles dafür ein. Lass den Alkohol weg am Wochenende, lass das Raucherei oder Partys. Leb für den Fußball. Leb für deinen Traum und dann wirst du sehen, ob du weiterkommst oder nicht. Das wollen die wenigsten investieren, also muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Viele streben da doch dann auch nach der Sicherheit und nach diesem, ja, was passiert, wenn. Das kann ich verstehen. Du bist dann, wir hatten es vorher gesagt, in Österreich gelandet und danach ging es weiter nach Mainz. Was war für dich so der initiale Gedanke dahinter zu sagen, okay, jetzt von Österreich nach Mainz zu gehen, wieder zurück nach Deutschland oder war für dich die Bundesliga attraktiver wie die österreichische Liga? Ja, es war natürlich, mein Vertrag lief nur ein Jahr, ich habe festgeschrieben, eine Ablöse drin gehabt.
Ich habe wirklich was wenig verletzt in meiner Karriere, viel gespielt, immer meistens alle Spiele gemacht, bei jedem Verein. Und das ist immer das Streben nach, ich habe einfach gemerkt, desto besser die Spieler sind rundherum, desto besser musst du sein im Training und das fördert einen. Und ich wollte halt ja schauen, dass ich so hoch komme wie möglich. Und dann war die Möglichkeit, dass der Wolfgang Frank damals Trainer war von Austria Wien, und wollte mir eigentlich nach Austria Wien holen, innerhalb von Österreich. Der ist dann kurzfristig wieder zurück nach Mainz, aber hat mich dann angerufen im Sommer, ob ich Interesse hätte, nach Mainz zu kommen. Das war für mich dann auch einfach ja, passend. Ja. Ich wollte halt in der zweiten Bundesliga, das war bis dann ein ganz anderer Fußball als in Österreich. In Österreich hat man in der Bundesliga einfach mehr Zeit, das war mehr technisch. Und die zweite Liga war wieder jedes Spiel nur Schlägerei fast. Also, und der Härte hier, es war sehr körperbetont alles in der zweiten Liga. Also, glaube ich. Und da bist du dann auch auf die ganzen heute bekannten Jürgen Klopp, Kramny und so mit den Leuten zusammengespielt. War eine andere Zeit, ne? Ja, es war einfach eine super Zeit. Ich meine, nicht nur das, also einfach das ganze Programm von Wolfgang Frank damals, also, was er uns vorgelebt hat, das war natürlich, hat es keiner verstanden damals. Also uns war es natürlich auch allem zu viel. Wir waren ständig im Mentalcoaching, wir haben Stabis gemacht, wir waren kaserniert im Hotels. Aber der hat wirklich das vorgelebt, was einfach jetzt heutzutage irgendwie normal ist. Mhm. Alles das, was der eigentlich damals am Kämpfen war, muss man eigentlich so nachhinein, wenn man zurückdenkt, dass wir dann nicht mehr mitgemacht haben oder besser mitgemacht haben mit seinem Programm. Tut uns alles ein wenig weh jetzt, heute, aber ich glaube, der hat uns allem, nicht nur Jürgen Klopp, sondern Thorsten Lieberknecht, Jürgen Kramny, Adrian Spirka, Sven Demand, gibt es mehrere Jungs, wo da trainermäßig unterwegs waren, Uwe Stöver, wo jetzt erfolgreicher Manager ist. Das war quasi unser Mentor, muss man wirklich sagen. Vieles, was wir damals gelernt haben, haben wir integriert in unsere Arbeit. Also, wenn ich dann mit dem Thorsten sehe, wie er arbeitet, der Kloppo und wie Jürgen Kramny teilweise vom Programm hier etc. Wir denken da ziemlich ähnlich, viele von uns. Okay, also war er so ein bisschen derjenige, der euch dann auch jetzt rückblickend betrachtet, die gewisse Werkzeuge an die Hand gelegt hat für das Trainer? Ja, absolut, das war wirklich so im Nachhinein einfach ein Mentor. Und ich habe immer noch die Mappen von ihm, wo wir uns damals ausgedruckt haben, wo wir lernen sollten und tun. Und ich habe das immer noch alles hier bei mir im Schrank drin. Also und einfach diese Gedanken darüber, das Mentalcoaching etc., was wir da teilweise gemacht haben, das ist heutzutage irgendwie alles normal. Wir sind alle gestresst, wir sind alle overpaced und jeder macht irgendeinen Kurs oder hat einen Berater oder wie auch immer. Ich sag, der war für uns oder für mich auf jeden Fall ein Rieseneinfluss. Mhm. Zu welcher Zeit war das damals dann in Mainz, wo du berufen wurdest, oder war das noch in Österreich für die isländische Nationalmannschaft? Ich bin tatsächlich vom Pfullendorf, erst einmal. Ah, schon damals. Auf ein Trainingsturnier im Januar, glaube ich, war es, nach Malta. Ich habe schon zwei Freundschaftsspiele, also da war ich das erste Mal dabei. Und dann, wo ich nach Lustenau gewechselt bin, dann bin ich einberufen worden. Dann in der Mainzer Zeit war ich dann Stammspieler bei in Island. Du warst damals schon ein bisschen älter, das war ja angesprochen, 24 warst du, als du dann nach Pfullendorf gegangen bist. Wie verpackt man das, weil du jetzt auch dieses Mindset-Thema angesprochen hast, der emotionale oder mentale Stress, zusätzlich zur Bundesliga, zweite Bundesliga Alltag, dann auch diese Verantwortung zu tragen, okay, ich spiele jetzt Nationalmannschaft. Also ich stelle es mir halt so vor, okay, jetzt bist du halt einer von denen, die das Land repräsentiert. Also war man sich damals dann schon sofort bewusst, was da so auf einen zukommt, oder ist das eher was, wo man reinwächst? Ja, also es gibt für mich nichts Besseres, nichts Schöneres, als für die Nationalmannschaft zu spielen.
Wir hatten wirklich Zeiten in, ja, im Verein, ob das Mainz war, ob das SSV Ulm war, manchmal lief es nicht ideal, aber man ist zum Nationalmannschaft gekommen und da ist wirklich von der Kameradschaft her, man hat eigentlich Bauchkrämpfe die ganze Zeit, weil du nur am Machen bist. Die Jungs waren wirklich überragend. Bei uns auf dem Hotelgang waren alle Türen offen in jedes Zimmer. Es war ein Kommen und Gehen und es war so eine Gemeinschaft und dann auf dem Platz zum Stehen. Ich meine, damals, wir haben, ich glaube, ich habe jedes Mal Geld mitgebracht zum jeden Länderspiel. Also Kohle dafür hast gar nichts gekriegt, aber es hat auch gar keine Rolle gespielt. Das war so eine Ehre und was größer ist, da brauchst du dich eigentlich gar nicht mehr warm machen, wenn du auf dem Platz stehst und du hörst die Nationalhymne und das Stadion ist voll, also da gehst du zweimal in die Hocke und bist soweit. Da brauchst du gar nichts, also das, was Besseres geht nicht und das ist oft so, ich habe das mal erlebt, wo ich mit der Nationalmannschaft zurückgekommen bin und wir waren immer, es ist nicht gut gelaufen bei uns in SSV Ulm damals. Es war sehr negativ alles. Ich habe dann bin zurückgekommen und habe gesehen, wie die Jungs fast vom Mentalen hier wie Zombies umeinander laufen. Mir ging es wirklich gut. Ich habe mir dann vorgenommen, mich nicht runterzuziehen lassen, sondern in dem Flow bleiben. Mit der Nationalmannschaft hatten wir Erfolge. Das hat keine 10 Tage gedauert, aber im gleichen Flow wie meine Mannschaft. Und man sagt oft, also steck einen faulen Apfel in einen Apfelkorb, werden alle anderen faul. Also das war wirklich diese Dynamik und ich denke mal, das einfach zu beobachten, hilft dir natürlich als Trainer später, sowas zu machen, sowas zu sehen. Ich habe selber erlebt, das war für mich ein Riesenvorteil in die Richtung, auch durch das, dass ich wenig verletzt war. Ich habe jede Vorbereitung Vollgas mitgemacht. Ich war in der Jugend sehr athletisch und sehr schnell unterwegs und dann habe ich natürlich gemerkt, durch verschiedene Vorbereitungen, ob das lange Läufe waren oder zu viel oder zu wenig, was es mit meinem Körper macht, was natürlich mir auch geholfen hat, später als Trainer. Diese Learnings, die du jetzt ansprichst, vom Spieler sein und dann danach übernehmen und in dein Trainerdasein, wie schwer war damals der Switch, wo du dann gesagt hast, okay, ich beende meine aktive Karriere und gehe jetzt quasi in die Trainerfunktion über? Wie schwierig war das? Das war überhaupt nicht schwierig, weil ich verletzt war. Ich habe meinen Fuß gebrochen mit 36. Okay. Und irgendwann lief das dann nicht hier beim Pfullendorf. Es war das Jahr, wo um die Qualifikation ging, um die dritte Liga. Und dann hat der Manager oder unser Präsident angerufen und gesagt, er muss den Trainer jetzt entlassen, weil es geht ein bisschen in die negative Richtung. Und den Co-Trainer und ich soll das übernehmen, die nächsten 2 Spiele. War ein Pokalspiel und nochmal ein Spiel in der Liga und das habe ich auch gemacht und dann haben wir beide Spiele gewonnen. Dann ruft er an die Woche drauf und sagt, ja, ich soll nochmal eine Woche machen. Ich bin noch verletzt und es war eh wurscht vom Spielen hier. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, ich habe keine Trainerlizenz. Ah, das kriegen wir schon hin, hat er gesagt. Dann haben wir Ausnahme gekriegt vom DFB und dann habe ich die Saison doch beenden können und wir hatten dann wirklich gute Spiele und dann habe ich einfach wirklich gemerkt, einfach aus meiner Erfahrung, ohne dass ich eine Trainerlizenz gehabt habe, was man für einen Umbruch machen kann in einer kurzen Zeit, aber dann nur durch Spaß und Kleinigkeiten justieren in der Mannschaft. Wir haben dann auch den Südbadischen Pokal gewonnen hier und haben dann Eintracht Frankfurt zu Gast bekommen. Okay. Im Sommer. Also da hat dem Verein auch ein paar 100.000 € reingespielt. Das war meine erste Erfolge dann als Trainer. Und dann habe ich angefangen mit der Trainerlizenz. Trainerlizenz dann, was ist das? A, B-Lizenz, die man dann... Ja, ich habe mit der B-Lizenz angefangen. Genau. Und da war der Wolf, war mein Zimmerkollege. Bei der B-Lizenz damals. Ja, und mehrere Jungs, also von Martin Max über Meckle, Thomas. Das war wirklich eine lustige Truppe da oben. Dann habe ich meine B-Lizenz gemacht, dann ein Jahr später A-Lizenz. Und dann habe ich den Pfullendorf erst einmal übernehmen können als Cheftrainer. Aber das hat mir auch gepasst, weil ich bin 5-mal operiert worden zwischendurch an meinem Fuß. Mein Bruch ist ein bisschen kompliziert gewesen. Zeitrahmen hier hat er schon alles gekostet. Hat mir gut getan.
Okay, und von Pfullendorf ging es dann weiter nach Lustenau. Hat dir das Trainer-Dasein dann quasi in der kurzen Zeit dann doch so viel Spaß bereitet, dass du gesagt hast, okay, das möchte ich weiterverfolgen? Ja, es ging eigentlich um die UEFA Pro-Lizenz, den Fußballlehrer. Und das war so vorgesehen von unserem Sponsor damals hier in Pfullendorf, dass ich, dass wir wollten akademiemäßig was aufbauen und ich sollte es leiten und dafür bräuchte ich halt die Pro-Lizenz. Und dann habe ich alle Sachen fertig gemacht für die Pro-Lizenz hier. Und das war ein Jahr nach der UEFA. Und dann bin ich aber nicht reingekommen, habe dann eine Absage gekriegt. Wir waren im Trainingslager in Türkei und da die Absage bekommen vom DFB, dass ich nicht in die Pro-Lizenz reinkomme dieses Jahr. Und es waren die Plätze begehrt. Ist für kleine Pfullendorf, da kommen natürlich andere Jugendtrainer von Großbundesligisten etc., die werden natürlich bevorzugt teilweise. Und klar, Deutscher bin ich auch nicht. Und da macht es alles ein bisschen komplizierter. Dann war die Möglichkeit, dass die Pro-Lizenz über England machen könnte, weil wir als isländischer Verband haben eine Kooperation mit England gehabt. Da haben wir immer zwei Plätze gehabt jedes Jahr. Also das wäre die andere Alternative gewesen. Aber was für mich natürlich dagegen gesprochen hat, war das, dass ich hier natürlich Fußballdeutsch gesprochen habe. Und obwohl ich perfekt Englisch sprechen kann, ist natürlich vielleicht nicht gerade auf die Fachsprache im Fußballbereich. Aber es wäre auch kein Problem, hätte ich auch gemacht. Und dann in dem Moment kriege ich einen Anruf von Österreich, von Austria Lustenau, zweite Bundesliga, da darf ich mit der A-Lizenz trainieren. Dann war für mich klar, okay, dann habe ich nur gedacht, okay, die Mannschaft ist gut. Wenn ich unter die Top 3 bin in der Liga, dass ich aufsteigen könnte in die erste Bundesliga in Österreich, dann müssen Sie mich reinnehmen in die Pro-Lizenz, weil sonst bin ich arbeitslos. Also wieder gepokert. Ja, wie einfach Gesetz ist. Ich muss jetzt einfach Gas geben. Ich muss mit der Mannschaft unter die ersten drei sein, dass ich Möglichkeit habe zum Aufsteigen. Dann müssen die mich reinnehmen. Und das haben wir auch geschafft. Stark. Also ich merke schon, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann hast du es auch durchgezogen. Ja, hilft doch nichts. Sehr cool. Und dann bist du anschließend, die Pro-Lizenz hatte ich dann auch dazu dann die Möglichkeit gegeben, Co-Trainer von Island zu werden. Ja, war eigentlich eine witzige Geschichte. Ich bin dann währenddem, dass ich die Pro-Lizenz gemacht habe, so wie bei vielen Trainern passiert, das ist natürlich im Verein, wenn du nicht vor Ort bist, ist die Unruhe reingekommen. Wir haben die Ergebnisse nicht gebracht und dann durfte ich das nach 4 Jahren bei Lustenau das erleben, dass man freigestellt wird. Hab dann eine Möglichkeit, einen Anruf bekommen, nach Wiener Neustadt zu gehen. Nachhinein ist man immer schlauer, hätte man vielleicht sich ausruhen können und ein bisschen hospitieren und Ruhe genießen. Nein, ich wollte wieder auf den Platz, bin nach Wiener Neustadt sofort. Die waren 8 Punkte hinten dran in der Bundesliga als Letzter. Und ich dachte, wenn ich das noch packen könnte, also in meinem letzten Spiel haben wir es nicht gepackt. Wir waren schon verloren daheim und dann sind wir nicht oben geblieben in der Bundesliga. Und dann gleich wieder ein Anruf von SV Ried und klar, ist da, hast die Möglichkeit in der Bundesliga zum Trainieren. Der Oliver Glasner ist damals von SV Ried weggegangen und ist dann zum Erzrivalen Nachbarn LASK gegangen in der zweiten Liga, obwohl Ried erste Bundesliga gespielt hat. Das sagt schon einiges über den Verein, glaube ich, weil er in Ried wirklich ein Held und aufgewachsen ist. Er lässt seinen Heimatclub zum Nachbar, wo in der zweiten Liga spielt und genauso habe ich Unstimmigkeiten vorgefunden in dem Verein, wo ich gekommen bin. War natürlich schwierig. Ich habe kein Team mitgenommen. War auch mein Fehler. Alles fremde Leute. Wir haben natürlich alle nicht die gleiche Sprache gesprochen und die ersten paar Spiele liefen natürlich die ganze Vorbereitung. Haben wir keine Ergebnisse gebracht und dann kam die Geschichte, dass ja ich dort frühzeitig gegangen bin. Und in der Phase war genau so, wo ich es halt gedacht habe, der Fußball, du kannst nicht alles beeinflussen. Also es gibt so viele Faktoren vom Verein, von Mannschaft, vom Glück, was der Geier was. Und dann war für mich einfach, was mache ich jetzt? Jetzt möchte ich einfach nicht mehr nur abhängig vom, ich liebe den Fußball, aber nur abhängig vom Fußball zu sein.
war meine Motivation, wieder mich rumzugucken, mich selbstständig zu machen. Da habe ich damals angefangen mit die Eisbäder, mit die Kältebäder. Bin ich in meiner freien Zeit alleine nach Australien geflogen und habe da Sichtungen gemacht in die Richtung. Und genau in dieser Phase kriege ich einen Anruf von Island, von der Fußballverband, ob ich ein Spiel beobachten könnte in Ungarn. Ungarn war mit Island in der Gruppe. Und da habe ich gesagt, ja klar, ich musste eh nach Wien, das hat mir eh gepasst, vom Geschäft her. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich gleich weiter nach Budapest und schau's mir an. Ja, und dann bin ich da hingegangen, habe Spielbeobachtung gemacht, habe sie auch gefragt, Jungs, was wollt ihr sehen? So was Spezielles. Und dann haben sie gesagt, nee, Helge, mach das so, als würde du das Spiel für dich analysieren. Mhm. So habe ich auch gemacht und dann bin ich nach Island geflogen, ein paar Wochen später, und hab das dann damals präsentiert, was ich so gesehen habe, was ich gedacht habe, wie ich dagegen spielen würde. Dann haben sie mich ein bisschen angeguckt und haben gefragt, ja, was machst du im Sommer? Bis jetzt habe ich noch keinen Plan. Also kommst mit, hast Bock mitzukommen nach Frankreich zur Europameisterschaft. Ich sage, du musst die Mannschaft kennenlernen, weil der Lars Lagerbeck, der hört auf. Also der Co-Trainer von ihm, der Heimir Hartgensson. Wir kennen uns ewig und er hat gesagt, der Lars Lagerbeck hört auf nach der Europameisterschaft und dann braucht er sowieso Unterstützung im Team. Wir sind nicht professionell aufgestellt in der Nationalmannschaft, immer noch sehr amateurhaft in allen Belangen. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass du da hinkommst, ich möchte, dass du die Mannschaft kennenlernst, dass man die Abläufe von uns siehst. Du gehst dann, wenn wir Spiele haben, mit dem Scouting-Team zum anderen Spiele, zum Anschauen von der Analyse hier, dass wir die gleiche Sprache sprechen und dann einfach alles, was rund um das Team ist, was könnten wir professioneller machen nach der Europameisterschaft, dass wir den nächsten Schritt machen. Mhm. Ja, und genau so war es. Also so bin ich nach Frankreich und direkt danach war wirklich die Geschichte über Quartierwählen, über Reiseplanungen. Einen Athletikcoach habe ich mitgebracht, einen Deutschen hier. Mhm. Wo wirklich alles umgekrempelt hat, den ganzen Verband, also die Philosophie, was der mit reingebracht hat, die, wenn ich sehe, wie die U16, U17, die Damen, wie sie sich warm machen, sind alles Übungen von meinem Kumpel. Wir haben Vorträge gehalten da unten und das ist einfach, ja, wir haben den nächsten Schritt gemacht und so sind wir auch 2018 Gruppensieger gewesen. Krass. Ja, krasse Geschichte, ja, auch dass du zwischendrin von Australien quasi dann diesen Switch dann machst, also das ist echt, echt enorm, finde ich das. Also war dann trotzdem parallel ein Geschäft aufgebaut, trotzdem, was sehr erfolgreich ist. Also du hast ja gesagt, ihr habt mit mehreren Bundesligisten seid ihr da habt ihr Verträge. Wie hast du das vom Workload her parallel gemacht? Also stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ja, ich denke mal, das ist, klar muss man extrem aufpassen. Wenn man viel unterwegs ist in viele Richtungen, dann macht man vieles, aber wenig richtig. Ich habe natürlich eine gute Unterstützung von hier zu Hause. Meine Frau ist da, Buchhalterin ist top unterwegs, die übernimmt mir die ganze Bürokratie etc. Das ist nicht meine Waffe. Da habe ich nochmal ein Kollege hier, wo das Geschäft teilweise, wo sehr viel unterwegs ist, das auch ein bisschen übernommen hat. Aber trotzdem, das war für mich irgendwie nichts Neues, weil ich bin damit aufgewachsen, Fußball und Arbeiten die ganze Zeit. Und für mich war auch klar, durch das, dass ich so spät Profi geworden bin, dass so viel Geld verdiene ich nicht, dass ich hier ausgesorgt bin, mein restliches Leben. Und wenn Fußball vorbei ist, dann muss ich ganz normal arbeiten. Also für mich war es kristallklar. Wenn ich noch ein bisschen Geld verdiene beim Fußball und dann Teil von meinem Haus noch zahlen kann damit, dann habe ich schon was erreicht. Ja. War immer ganz klar für mich. Also. Deswegen. Nee, ich finde es halt einfach beeindruckend, dass du das dann quasi nebenher aufgezogen hast und das jetzt auch sehr erfolgreich ist. Für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, iCool Sports, Eisbäder für Sportler zur Regeneration. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, dass die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, sich da ein Bild davon zu machen. Du bist nach Island, nach 2018, der Trainer von Liechtenstein geworden.
Wie können wir uns das vorstellen, dass du danach gesagt hast, okay, ich versuche jetzt nochmal was anderes, oder was hat dich dazu bewegt? Ja, ist natürlich durch die Erfolge teilweise, was wir gehabt haben, in Russland hat sich einiges geändert bei der FA, also bei der Fußballverband in Island. Und nachdem, dass der Emir Hutchinson, damaliger Cheftrainer, seine Chance genutzt hat, wirklich von der Insel wegzukommen, dass er ein Ausland trainieren kann, hat er ein Angebot von Katar bekommen. Und dann waren natürlich auch Diskussionen, übernehme ich das mit nochmal einem anderen in Island, war intern und dann hat, natürlich ist immer sehr viel Politik überall drin und jeder arbeitet mit irgendwelchen Beratern und der neue Präsident hat den und den gekannt und dann hat man einen neuen schwedischen Trainer geholt in andere Richtungen und dann waren wir weg. Also trotzdem habe ich auch zum Verband, weil 3 Monate vor mir nach Russland gefahren sind, waren noch keine Verträge, da waren noch keine Gespräche. Es hing alles in der Luft, also sehr amateurhaft. Hat mich riesig aufgeregt. Also, aber ich kenne die Jungs alle. Ich meine, der Präsident damals, ich habe selber mit ihm gespielt in der Nationalmannschaft. Da kann man natürlich ganz anderes reden. Dann habe ich einfach gefragt, für uns auch alle im Staff, weil jeder war sich unsicher. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's aus jetzt nach der Weltmeisterschaft? Dann haben wir Ende Juli. Da hat jede Saison überall angefangen. Ich weiß gar nicht, bin ich hier weiterhin Trainer? Sind die Jungs alle dabei? Oder keiner hat Bescheid gewusst. Und dann haben die gesagt, ja, wäre normal. Ne, es ist nicht normal. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt das, was wir erreicht haben, die letzten 4 Jahre, da gibt es einfach eine bestimmte DNA, was funktioniert für uns als Verband und als Team. Und ihr als Vorstand, es gilt das zum Schützen. Wenn ich ihr wär's, dann würde ich 90% von dem Staff verlängern. Sollte ein neuer Trainer hereinkommen, kriegt er das vorgelegt, so arbeiten wir. Ob er sich das vorstellen kann, kann natürlich sein Assistent oder seine Person des Vertrauens mitnehmen, ist kein Thema. Und ob er sieht, wie wir dann den nächsten Schritt machen können. Dann hat der Vorstand mir mitgeteilt, ich würde sehr deutsch denken. Dann habe ich gesagt, ja, danke für das Kompliment, aber denke an meine Worte, wenn ihr denn nicht aufgepasst, Jungs, dann fliegt euch das alles um die Ohren. Leider, Gottes hat die Recht. Ja, so ist es gekommen und sie sind dann damals danach nur ein Skandal nach dem anderen. Disziplinare Geschichten, keine Ordnung, alles das, was wir aufgebaut haben, ist irgendwie flöte gegangen. Dann hast du gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit, in Liechtenstein die Trainerposition zu übernehmen, Ja, um ich bin angesprochen worden vom Sky eigentlich. Ich war unterwegs, habe kommentiert für Sky in Österreich und in Lustenau, Liechtenstein, das sind Nachbarn. Von Mentalität hier nicht arg weit auseinander. Der sportliche Leiter von Liechtensteiner Fußballverband war auch damals Co-Trainer in Lustenau. Und dann ruft mir einer an vom, oder ich habe mit einem gesprochen vom Sky, ja, dass Liechtensteiner neue Nationaltrainer. Das ist ja nur 1,5 Stunden oder 1,15 Stunden weg von mir zu Hause her. Dann denke ich mir, wo kriegst du einen Nationaljob? Und dann fand ich es einfach spannend, auch kleiner Verein oder kleiner Verband, kleines Land, ob die gleichen ähnlichen Methoden, was wir mit Island gemacht haben, auch dort funktionieren würden. Und Und dann bin ich dort ins Gespräch reingekommen und tatsächlich war so, also laut Statistik bin ich der erfolgreichste Nationaltrainer in Liechtenstein. Aber trotzdem, hat riesig Spaß gemacht. Also das Land hat so viele Möglichkeiten und wenn du für kleine Länder arbeitest, kleine Verbände, ist wirklich, wenn du was ändern willst, ist es relativ einfach, weil die sind kurze Wege überall. Du musst nicht hier Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen und was der Geier was alle überzeugen, sondern du machst ein Meeting, da hast du alle zusammen, dann sagst du, wir würden das gern so und so machen und dann ist das auch entschieden. Das ist Vorteile für sie. Ja, und die Arbeit hat natürlich riesen Spaß gemacht, was mir nur geärgert hat, dass wir ein wenig Pech gehabt hatten in der Corona-Phase.
sind wir in der Quali super gestartet und super rausgekommen und hätten wir das eigentlich gewinnen müssen. Wäre natürlich einmalig für Liechtenstein aufzusteigen in Gruppe C. Aha. War so Sensation und das hätten wir eigentlich gehabt, aber mittendrin in der Corona-Phase, obwohl wir in einer Bubble drin waren, hat es irgendein Virus reingeschleppt und dann hat mir die ganze Mannschaft lahmgelegt. Okay. Und in Liechtenstein, wenn dir 5, 6 Spieler ausfallen, ist es nicht so, als wären nochmal 20 da draußen. Mhm. Wirklich schwierig. Also da hat jeder Spieler hat er wegen. Mhm. Ja, haben wir es leider nicht geschafft, die Gruppe zu gewinnen. Ja, ich finde es gerade witzig, dass du die Parallele ansprichst. Das ist genauso wie im Berufsleben, wenn man in einem Konzern arbeitet, braucht man für eine Entscheidung 15 Meetings mit, keine Ahnung, unterschiedlicher Ebene. Und wenn man halt in einem kleineren Unternehmen ist, hat man halt alle Entscheidungsträger sofort am Tisch und kann die Entscheidung gleich besprechen und danach auch entscheiden, ne? Wenn wir gerade beim Thema Unternehmen sind, würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Coffee-Break und sind dann gleich wieder zurück. Ja, Christian Heidel, der heute auf Schalke ist, der hat mir damals Jürgen Klopp aufs Zimmer geschickt und hat gesagt, Kloppo, du musst auf Ansgar aufpassen. Hat Kloppo gesagt, kein Problem, kriege ich hin. Und mit Jürgen Klopp auf einem Zimmer sein, das ist schon wirklich sehr emotional, kann das sein. Ne? Wer Kloppo kennt, aus den Bildern auch, so ist er wirklich, der ist authentisch. Und ich erinnere mich wirklich, wenn ich dann Fernsehen geguckt habe, bis 1:30, 2:30, irgendwann ist der Klopp dann wach geworden, hat dann immer gesagt, Ansgar, mach jetzt den Drecksfernseher aus. Ich sage, Kloppo, lies noch ein Buch, denk dran, morgen, wenn du an der Mittellinie bist, ist für dich wie ein Stoppschild, ne, gibst du mir wieder den Ball, weil du, talentfrei. Da kam bei ihm schon so die Ader raus, ist kein Witz. Da flogen auch mal Gegenstände durch die Gegend. Ne? Und irgendwann hat es dann, das weiß ich auch noch, hat es dann mal gescheppert und so. Und Kloppo wacht auf wieder und sagt, Ansgar, wo ist der Fernseher? Ich sage, weg. Ja, wo? Ich sage, ja, aus dem Fenster, 8. Stock. Ich habe nie vergessen, wie der zu mir sagt, warum? Ich sage, Kloppo, der Film hat ein scheiß Ende. So, willkommen zurück. Wir sind bei dem zweiten Teil unseres Podcasts, dem Thema Anekdoten. Egi, viele Hörerinnen und Hörer haben mich angesprochen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem Co-Trainer, Trainer, Verantwortlichen der Nationalmannschaft von Island zu sprechen, soll ich auch mal drüber sprechen. 2016 hat es angefangen bei der EM, wo ihr sehr erfolgreich wart, dass es einen gewissen Jubel entstanden ist. Da war die Frage, wie kam es dazu? Habt ihr das im Trainerstaff entschieden oder es gibt die unterschiedlichsten Mythen darüber? Wie kam es dazu, dass der Jubel so aufkam und der heute mehrmals kopiert wurde von unterschiedlichsten Fangruppierungen? Ja, letztendlich hat es mit dem Trainerteam nichts zu tun. Es war, glaube ich, wenn ich es richtig habe, eine irische oder schottische Mannschaft, wo in der UEFA Cup oder irgendeine Vorrunde in Island gespielt hat mit nur 12, 15 Mann und die sind gekommen und die haben dieses Klatschen gemacht. Mhm. Und ein paar Leute in Island haben das gesehen, fanden das lustig. Wir haben natürlich eine super Gruppe, die nennen sich der 12. Mann in Island oder Tolvan, das nennt man also 12. Nennen sie sich und die titeln sie quasi als der 12. Mann auf dem Platz. Mhm. Und die haben dieses Klatschen dann angefangen und da ist immer in der 12. Minute vom Beginn an und nach der Halbzeit ist eine Totenstille im Stadion und jeder macht es mit. Und dann sind die natürlich am Schlagzeug, haben das dann ein bisschen forciert mit dem Schlagzeug davor und dann wirklich zum Perfektion, also wenn du da im Spiel drin bist und genau in der 12. Minute da so ein Mucksmäuschen still, als wäre keine Zuschauer im kompletten Stadion, also gerade in Island, und dann geht es los, also das ist schon, wir waren noch ungeschlagen daheim. Ja, Gänsehaut wahrscheinlich überall, also ich ging damals, als das bei der EM aufgebrannt ist, ging es glaube ich an vielen Fans von anderen Nationen genauso. Es war einfach beeindruckend. Ja, es ist halt auch die ganze Wucht und die Dynamik hat mit dem Trommeln etc. Das ist auch so ein bisschen von der Natur hier für die Wikinger nicht ungewöhnlich und es hat eigentlich nur beflügelt und ist wirklich super rausgekommen. Klar wird es jetzt mittlerweile überall kopiert. Ich höre das auch öfters im Stadion, aber es ist halt vom Takt hier
kann man das schlecht verlieren. Wie war es damals, als ihr dann bei der EM vor Ort wart? Also diese Euphorie, die dann auch um Island entstanden ist. Also es war ja nicht nur Island selber wahrscheinlich, die stolz waren, wie ihr performt habt, sondern auch diese Euphorie drumherum. Nimmt man das dann wahr, wenn man vor Ort ist? Vor Ort nicht, weil man relativ im gewohnten Programm. Also wenn ich darüber nachdenke, als Fußballer, warst du überall auf der Welt, aber hast eigentlich gar nichts gesehen. Du bist im Flieger, du steigst aus, du steigst im Bus, du bist im Hotel, bist vom Hotel Richtung Trainingsplatz und Stadion und Retour und das war's. Okay. Wenn du nur immer ruhige Gegend bist, schaffst du es vielleicht mal einen Spaziergang rund ums Hotel zu machen, auf der Straße, aber das war's. Ja, und den Hype dann, damals, wir selber waren einfach in einer Bubble, bei uns war es da eher langweilig, wenn man sagt. Also es war total ruhig, wir waren ausgeschottet da, wir haben ein super Hotel gehabt und es war wirklich, wir waren halt nur unter uns, aber es hat man halt gemerkt danach, wo wir dann heimgekommen sind und nach der Europameisterschaft, was da alles los war, das war nicht normal. Ja, glaube ich. Ja, aber es ist heute auch noch so. Also ich finde es einfach schön, wenn man durch Reykjavik spazieren kann oder ist abends dort irgendwo weg und man ist unterwegs und die Leute kommen und sagen, danke für die schönste Zeit, wo wir jemals gehabt haben. Es macht einen stolz und es ist schön. Also. Wie kann man sich das vorstellen bei so einer EM, weil du es vorher gesagt hast, man lebt in so einer Bubble. Wie hält man da dann trotzdem den Spaßfaktor so weit oben? Also was macht ihr da als Trainer, als Staff, dass die dann trotzdem so, ja, diese Motivation oben halten? Man kennt sie ja aus irgendwelchen Dokumentationen. Jetzt vor kurzem Jahr kam ja auch die Hansi Flick-Dokumentation raus von der WM, wo man Graugänse als Motivationsschub genutzt hat. Wie habt ihr das damals bei der EM gemacht? Wir haben halt als Isländer relativ locker gehabt in alle Richtungen. Wir haben unsere Eisbäder gehabt, wir haben einen riesen Fitness gehabt, wir haben einen Pool gehabt. Wir haben unseren eigenen Koch dabei, der ist genauso ein Schorle wie wir. Wir kennen den schon ewig und immer Spaß mit ihm gehabt und haben immer mit ihm diskutiert, was er kochen soll. Und das war wie eine große Familie. Abends, wir haben Billardtische gehabt, da sind die Jungs unten gesessen, wir haben Spiele teilweise gemeinsam angeguckt. Die Jungs, da war Minigolf da davor, teilweise sind sie zum Golfspielen gegangen und oder Fahrradtour machen, einfach mal kurz in die Stadt rein über Mittag. Bei uns ist das relativ easy zugegangen. Und ob einer da am Pool liegt für eine Stunde oder wie auch immer, heutzutage gibt es natürlich. Wenn du das alles posten würdest, die liegen nur am Pool, das ist nicht gut und das und jenes. Und schau mal, was die essen, das geht auch nicht. Also, das gab es bei uns nicht. Relativ schmerzfrei. Und ich denke mal, durch eine gewisse Lockerheit, aber trotzdem Disziplin. Es waren keine Hotelbesuche von Verwandtschaft etc., sondern klare Regeln. Wenn du Besuch bekommst, könnt ihr euch unten in der Lobby treffen. Keiner geht mit irgendwie ins Hotel. Wenn Spielerfrauen teilweise nachgereist sind, dann sind sie im Hotel in der Nähe gewesen. Das hat einer von denen halt organisiert. Und dann sind die Jungs halt mittags rüber und haben vielleicht die Frauen getroffen mit den Kindern etc. Aber im Hotel für die kurze Zeit gab es keine Diskussion. Und ich glaube, sowas ist nur ein Störfaktor aller Liebe zu den Frauen und zum Kindern. Ich liebe meine Frau und Kinder, alles gut und recht. Aber für die 4 Wochen, wie oft werde ich das erleben in meinem Leben? Und gerade als Isländer, es passiert vielleicht einmal. Das zweites Mal passiert, das ist eh schon Weltklasse. Und dann diese 3-4 Wochen, da ist kein Raum. Also meine Frau versteht das absolut und das war für mich, wo sie gefragt hat, ob sie auch mitkommen soll. Ich sage, ihr habt keine Zeit für dich. Es ist einfach, der Fokus muss auf dem Fußball bleiben. Und für die kurze Zeit, es muss doch mal sein. Genau so war das auch bei uns. Hat sich dann geändert in Russland.
weil wir so lang unterwegs waren auf der Europameisterschaft in Frankreich. Da haben natürlich viele gedacht, unsere Männer sind jetzt wieder 6 Wochen weg. Da muss man was besser planen. Und kaum waren wir in Russland, hat sich so alles gedreht. Wie können wir unsere Frauen treffen und Familie? Und die stehen aber da und unzufriedene Ehepartner als Sportler ist einfach scheiße. Also, zwei Sachen. Auf Fußball konzentriert und gucken, dass man die Ehefrau doch glücklich macht. Ja, alle glücklich macht und dann ist man angefressen, weil das nicht erlaubt ist und dann sagt sie, das kann nicht sein. Und ja, kann ich verstehen. Ich habe mich nicht beliebt gemacht, weil ich habe immer, weil sie haben natürlich immer probiert, irgendwas zu machen. Ich sage, Jungs, wir haben klare Regeln. Fertig. Ich diskutiere gar nicht mit euch. Und dann sind ein paar von Verband gekommen auch noch. Dann lass die Jungs doch. Ich sage, Jungs, wir haben klare Regeln. Das folgen wir jetzt. Und fertig. War ja ab und zu der Buhmann, aber mein Gott. Das ist halt so. Einer muss es sein. Da haben wir einen breiten Buckel. Das kann ich auch nicht nehmen. Social Media Thema. Ihr hattet damals, zumindest bei der EM, wahrscheinlich nicht den Fokus, weil ihr halt eine Außenseiterrolle hattet. Heutzutage ist eigentlich auf allem Social Media. Wenn du deine eigene Karriere nochmal betrachtest, würdest du sagen, ihr hattet mehr Freiheiten wie jetzt heutzutage? Und wie habt ihr diese genutzt? Gab es da gewisse Anekdoten in deiner Mainzer Zeit oder in Österreich? Ich denke mal, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich die Social Media, klar hatten wir mehr Freiheiten, wir waren mehr unter uns. Es ist auch keiner in der Kabine reingekommen und ist direkt ans Handy und hat gecheckt seinen Status und wie auch immer, sondern man hat miteinander gesprochen. Man ist auch gemeinsam zusammengesessen nach den Spielen. Ich glaube, dieser Zusammenhalt war größer damals. Wir haben einfach was unternommen als Mannschaft. Wir sind als Team gewachsen. Und ich denke mal, weil wir auch nichts anderes gehabt haben. Wie sollen wir sonst miteinander reden? Da gab es ja nur Festnetz. Also Mobiltelefone sind noch gerade rausgekommen damals. Ja. Unvorstellbar. Wir sind eigentlich die letzte Generation, die ohne Social Media da aufgespielt hat. Und ich denke mal, oder nach dem Training, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt gerade in Mainz, da gab es den Willi. Das war eine Kneipe, wo unsere Fans immer drin saßen. Da sind wir teilweise unter der Woche hingegangen. Der hat immer so saisonal irgendwas Spezielles, ob das Froschschenkel waren oder sonstiges zum Essen gehabt. Und beim Willi sind wir oft hingegangen, da hat man vielleicht einen Wurstsalat gegessen. Und ein Bier getrunken. Einfach. Okay, es hat kein Mensch interessiert und es war normal. Die Fans, wo dort waren, haben sich alle gefreut und das war so ein richtiger Zusammenhalt. Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, was man über Social Media alles machen kann, wenn man sieht, dass nicht nur das Negative, ich sehe, also Negative, klar, du musst aufpassen, jede Aussage, jedes Post, Timing an deinem Post, was mache ich da? Lustig, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und am nächsten Tag ist Spiel und dann heißt das schwere Beine gehabt, ist ein Sprintduell verloren, heißt wieder, schau mal, was der macht am Tag davor. Also David, du wirst auseinandergenommen komplett. Wenn ich sehe, das Positive ist das, dass wir jedes Spiel, also jede Analyse, alles kommt online. Du bist jetzt mittlerweile als Spieler, hast du die Macht, auch teilweise gegenüber von Medien, dich auch zum Wehren. Ja. Weil wenn da ein richtig guter Fußball unterwegs ist und der hat 500.000 oder 40.000 Follower und der liest was nicht korrekt ist, kann er sein Statement dazu machen. Das ist, du kannst dich wehren. Ich denke mal, für die Medien ist das auch eine Sache, wo sie aufpassen müssen, weil die Spieler oder die Berühmten oder die, wo bekannt sind, die haben auch ihre Macht über Social Media. Was auch eine Waffe ist. Und was ich auch extrem finde, ist zum Beispiel ganze Trainingsprogramme, ganze Ernährungsgeschichten, die Möglichkeiten. Das ist heutzutage Sachen, die hätte ich gern gehabt in meinem Leben. Ja. Gerade über Verletzungen oder wenn ich Probleme habe oder was hätte ich anders machen können. Die Zeit nutzen, also das ist, ich kann es nicht mehr. Ja. Die Jungen heutzutage, die haben alle Möglichkeiten. Alle. Und da ist
das individuelle Programm einfach so extrem, dass das ist, sehe ich natürlich. Und das ist so das Positive, aber es spricht was dafür und was dagegen. Also manchmal ist es auch schön ohne Handy. Also es ist. Bin ich komplett bei dir. Also die positiven Seite hast du gerade rausgehoben, dieses, also du hast theoretisch jegliche Information, die du brauchst, sofort da. Du kannst dir den Ernährungsplan von einem Sportler, Tom Brady oder irgendwelche anderen Sportler rauslassen, wie sie ihren Trainingsplan gestalten, ihren Workout, wann sie aufstehen. Kobe Bryant hat Bücher drüber geschrieben, die du jetzt mittlerweile auch als Online-Paper dir anschauen kannst. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite wieder dieses Thema, da was du auch gemeint hast. Wenn ich halt dann dementsprechendes Posting mache oder dementsprechend unterwegs bin und es wird irgendwo medial festgehalten auf einem Handy und nachher gepostet, kann es halt nachher auch wieder negative Auswirkungen haben. Da gab es doch gerade auch bei Graz die zwei Spieler, glaube ich, die irgendwo mitgesungen haben mit ihren Fans und jetzt auch aussortiert wurden aus der Nationalmannschaft. Das ist auch. Das war bei Rapid Wien, ja. Ja, bei Rapid Wien, stimmt. Ja, da gibt's, wie du sagst, da gibt's für und wieder. Hattet ihr aber zu eurer Zeit, wo du aktiver Spieler warst, auch eher die Möglichkeit, auch mal nach einem Spiel eher so dieses natürliche Leben in ein Bier danach zu trinken, in einen Club zu gehen? Oder war das damals eigentlich schon strikter? Nee, also wir hatten tatsächlich die Möglichkeit. Okay. Auch wenn man heute weiß, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige ist, was wir teilweise gemacht haben. Aber ich glaube, der Vorteil war, es hat jeder gemacht. Also wir waren alle auf dem gleichen Level. Wir haben alle den gleiche schlechte Ernährung teilweise gehabt und ein paar Lebensangewohnheiten, wo vielleicht nicht absolut richtig wären für einen Profisportler, aber wir haben es nicht besser gewusst teilweise. Mhm. Ah, es war schon etwas locker. Vor allem in Österreich war es so, dass wir haben ein Austria-Dorf, das war quasi eine Partymeile neben dem Stadion. Und während dem Spiel, damals in der Bundesliga, haben wir 10.000 Zuschauer gehabt und nach dem Spiel 14.000. Auf der Meile. Auf der Meile. Und das war einfach ein Sammelpunkt. Und damals hat unser Präsident gesagt, es ist Pflicht für jeden Spieler, sich in Austria-Dorf sich zum Blicken lassen nach dem Spiel. Das hat er nicht dreimal sagen müssen. Also wir waren dann, aber wir sind dann nicht mehr wegzukriegen gewesen. Ja, klar. Aber was war auf der Austria-Meile? Waren das verschiedene Essensstände, Bars oder was kam? Essensstände, Bars, Musik, alles lief dort. Party pur, jeder Heimspiel. Der halbe Vorarlberg waren alle dort. klingt sehr schön. War auch schön. Ja. Wer war zu deiner Zeit, als du aktiver Spieler warst, der beste Spieler, dem du begegnet bist? Sind sie dann? Direkt gegen ihn gespielt? Ja, direkt gegen, wir haben gegen Frankreich gespielt, nachdem dass die Weltmeister geworden sind. Und es war erstes Spiel in August, ausverkauftes Stadion in Island, da hatten wir Zusatztribünen mit, ich glaube, 15.000 Leute waren dann damals drin. Mhm. Und dann haben wir 1-1 gespielt und ich im Mittelfeld direkt gegen Zidane. Mhm. Das war schon andere. Aber es, für uns war, uns hat das ganze Land uns damals gefeiert als Nationalhelden, unentschieden gegen Weltmeister zu machen. Es war 99, glaube ich. Ja, es war überragend. Also wir sind wie Nationalhelden durch den ganzen Reykjavik durchgetragen worden nach dem Spiel etc. Das war ja, gut, auch tolle Begegnungen. Und da war gerade im Mittelfeld Zidane und Deschamps. Wir haben dann nebeneinander gespielt und ich direkt gegen die zwei. Und ich weiß noch, wir sind in die Stadt reingegangen, war mit dem, wo unser Tor geschossen hat, war mir in Reykjavik, sind in einen Club reingekommen und dann kommt der Deschamps zu mir her nach ein paar Minuten und sagt, Helgi, könnt ihr nicht woanders hingehen? Ich sage, wieso? Ja, seit ihr hier drin sind, guckt kein Mensch mehr auf uns. Dann haben wir nur gelacht und angestoßen und gesagt, tut mir leid, unsere Leute, unser Land. Haben uns durch. Nur gelacht. Also.
Das war einfach mal, wenn du da so einen Typ wie ihn siehst und du musst noch ein bisschen privat mit ihm reden, das ist ein anderer Mensch. Also. Ja, finde ich auch cool, dass ihr euch danach dann quasi noch so außerhalb vom Platz dann getroffen habt. Ja, das war witzig. Die waren alle dort vor Ort, also Bremühe und Zidane und alle da drin gehockt im Lokal. War noch andere Zeiten. Und wen würdest du sagen, war so dein unbequemster Gegenspieler, wo du gesagt hast, also jetzt nicht, dass er sehr schön spielt oder so wie Zidane, so filigran und mit viel Technik, sondern einer, wo du gesagt hast, da tut es einfach dauerhaft weh, gegen so jemanden zu spielen. Also wehgetan hat es nirgends. Den Vorteil habe ich gehabt. Körperlich. Von der Härte her war es mir wurscht. Aber wo ich sage, ein Spieler, Pavel Nedved, gegen Tschechien gespielt. Er hat in Italien gespielt und ich behaupte, ich konnte immer viel laufen, aber der war schneller, der war am Ball besser, der war mehr Kondition. Wir haben keine Chance gehabt. Einfach von allem Belangen. Okay, dass er bessere Fußballer war für mich im Klaren, aber dass er in allen anderen Bereichen, vielleicht nicht von der Stärke her oder vom Power her, aber trotzdem, der war läuferisch, der war schneller, der war unfassbar. Den habe ich nicht in den Griff gekriegt. Und das war dann so ein Wow-Effekt quasi für mich. Und dann bin ich heimgekommen oder zurück nach Kärnten. Wir haben damals einen Athletik-Coach gehabt, der ist in Leichtathletik sehr viel unterwegs. Und ich habe ihn damals gefragt, Krupjunik, also der hat dann die ganze Top-Läufer in Österreich auch trainiert. Ich sage, Krupi, sag mir, was macht der? Was machen die anders als mir? Wir trainieren auch 8-mal in der Woche oder 7-mal. Mehr Training geht es ja gar nicht. Aber irgendwas müssen die anders machen als mir. Also es gibt sogar, dass die viel spritziger sind, dass die viel agiler sind, dass die Kondition hier mäßig, die spielen auch nur 90 Minuten, das machen wir auch, das gibt es doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, das ist halt der Unterschied und das war damals, 2000, 2001, die haben halt individuelle Programme. Und jeder macht individuell das, was ihm am besten gut tut, von der Position her, von der Athletik her, Genetik her, etc. Und dann hat so ein Klick für mich gemacht, also ich habe immer viel Kondition gehabt, weil immer wahrscheinlich Kondition für 3 Halbzeiten immer gehabt, aber die ganzen langen Läufe, was wir gemacht haben, 12, 15 Kilometer in einem Schweinstrab-Tempo, wo mir jegliche Schnelligkeit genommen hat, wo ich jegliches Power, ich bin so ein Dauerläufer, ich mich kaum bewegen können, wir haben falsche Übungen gemacht, dass mir alles steif geworden ist, Hüftbeuger etc. kürzer geworden, meine Schritte sind nicht lang genug gewesen für Sprinttraining etc. Das hat mir eigentlich Geschwindigkeit geraubt. All das haben die halt anders trainiert. Neue Erkenntnisse quasi gewonnen durch das Aufeinandertreffen auf Pavel Nedved quasi dann nachher. Es ist schon interessant, dass das dann halt solche Begegnungen dann auch dazu führen, dass man sich dann auch selber hinterfragt. Also wie du sagst, ihr wart ja auch 8-mal die Woche trainiert. In jeglichen Belangen, aber dass dann halt sowas dann irgendwie noch rauszuholen ist, wenn man sich dann halt individuell positionsbezogen damit beschäftigt, ist schon nochmal eine andere Erkenntnis, kann ich mir vorstellen. Ja, heutzutage machen die das alle, weißt, wenn ich jetzt in Mainz drin bin und laufe da durch, was die für Möglichkeiten haben, vom Essen, vom Athletik hier, Analyse hier, wir haben noch VHS-Kassetten gehabt, weißt. Ja. Ich weiß noch, die Videoanalyse, was ich privat über mich bekommen habe. Damals war der Didi Constantini, war Trainer bei uns in Kärnten. Und der hat einen beauftragt auf der Tribüne, mich zum Filmen, 45 Minuten lang. Also es hat nur quasi mir seine VHS-Kassette gefolgt. Und ich habe nur mich gesehen im Spiel und Umkreis von 25 Meter. Okay. Die Kassette hat er mir gegeben irgendwann. Und er hat gesagt, ich soll mir das angucken. Dann haben wir das angeguckt und dann sagt er, wir reden drüber am Montag oder Dienstag. Ja, haben wir das angeguckt und dann sagt er, ja, hast du ein paar Szenen gesehen? Ich sage, ja, gerade im Spielaufbau, war ich gerade auf der Sechserposition, da war ich gerade im Schatten vom Stürmer hier, wieso bin ich nicht da 5 Meter mehr nach rechts und habe mich angeboten, ich habe genügend Space gehabt. Also
All das mache ich jetzt im Amateurbereich über Pullendorf, über Veo-Kamera, was ich 4 Stunden später zusammengeschnitten habe, kann individuelle Szenen an meine Spieler hier in der Verbandsliga schicken und sagen, guck dir deine Szenen an. Mhm. Ich habe das per VHS-Kassetten 2 Tage später gekriegt und dann 2 Tage später haben wir darüber gesprochen. Nichts mit zurückspulen oder irgendwelche Kreise machen, einfach um Verständnis und was kann ich besser machen. Mhm. Mhm. Ja, da gibt es halt so direkt schon andere Möglichkeiten, da hast recht. Vor allem auch, ich stelle es mir jetzt schwierig vor, wenn du nur dich siehst und 25 Meter drumherum, was hast du vielleicht gesehen, was vorne passiert, warum du dich so positioniert hast, wenn es nur dich im kleinen Kreis aufnimmt, wie soll, also das sieht man ja dann gar nicht. Schwierig. Und somit kommen wir auch wieder fast zum Ende unseres heutigen Podcasts und spielen jetzt das Rad des Schicksals, lieber Helgi. Es sind die Top 3 geworden. Die Top 3, ich kann es dir gerade mal kurz zeigen. Die Top 3 bietet uns die Möglichkeit, ein Thema auszuwählen. Das erste Thema habe ich bereits mit einem vorherigen Gast besprochen. Bei den Top 3, wie gesagt, geht es darum, dass wir uns zum Beispiel 3 Top-Gegenspieler, 3 Top-Mitspieler, die man sich gerne in seiner Karriere gewünscht hätte, 3 Top-Artists, egal über welche Themen, oder Thema 3 Top-Traumberufe, die man sich jetzt, wenn man nicht gerade sportlicher Leiter und CEO von Icons Sport ist, doch noch nebenher vorstellen könnte. Was würde dich interessieren? Welche Top-3 würdest du gerne spielen? Also ich würde die 3 Vereine nehmen. Dein Wunsch ist mir Befehl, Helgi. Dann spielen wir die Top-3 Vereine, in denen du gerne mal gespielt hättest. Wie gesagt, Crossover, du kannst gerne auch andere Sportarten nennen. Ich habe dieses Spiel bereits, wie einige Hörerinnen und Hörer bestimmt wissen, bereits mit Marius gespielt in ein paar Folgen davor. Deshalb würde ich dir hier die Bühne überlassen und du nennst uns deine 3 Top-Vereine. Wie gesagt, beginnend mit 3, dann gehen wir zur Nummer 2 und schlussendlich zur Nummer 1. Also wenn ich da zurückdenke, da kommt eigentlich ein Verein zweimal vor. Also. Welcher Verein wär's? Liverpool. Liverpool auf Platz 3? Nee, nicht Platz 3. Also wenn ich denke, ich war ein riesen Basketballfan von Michael Jordan damals. Okay. Chicago Bulls. Mhm. Das war eine riesen Mannschaft damals, wo ich noch in Amerika drüben war. Das war 89, 90. Mhm. Waren sie so Highlight mit Scotty Pippen und die ganzen Weltstars da drin. Also es war Chicago Bulls, was die da für eine Riesenstimmung drin gehabt haben. Wie sie performt haben. War so die Nummer 3 bei mir. Warst du bei einem Basketballspiel in den USA? Hast du? Nee, war ich leider nicht. Ja, also Chicago Bulls ist bei mir auch so ein Thema. Gerade auch dieses Netflix-Dokumentation Last Dance hat das Thema dann auch nochmal für die Menschen, die zu der Zeit nicht in den USA waren und es nicht so aktiv mitgenommen haben, nochmal ein bisschen aufgesplittet. Chicago Bulls ist auf jeden Fall eine super Nummer 3 und ich denke, viele, viele Hörerinnen und Hörer können da auch mitfühlen. Ja, und dann wäre ein Verein, wo ich wäre gern ein Teil davon geworden, das wäre Eintracht Frankfurt. Zu welcher Zeit? Während meine Mainzer natürlich nicht so glücklich wären jetzt heutzutage. Ich kann sagen. Aber durch die Geschichte, ich habe damals, wo ich in Mainz gespielt habe, haben wir gegen Frankfurt in der Vorbereitung gespielt und war der Trainer Felix Magath. Mhm. Und damals gab es noch keine Handys und gar nichts, aber irgendwann war ich zu Hause und dann hat mein Festnetztelefon klingelt. Kann sich heute so gar nicht vorstellen, dann war Felix Magath am Telefon. Und der sagt, hier spricht Felix Magath und ich habe gedacht, das will mir jemand veräppeln. Ich sage, ja klar. Und dann hat er gesagt, ja, weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Und ich sage, habe ich doch gehört an der Stimme, das ist der tatsächlich. Er sagt, doch, doch. Dann haben wir gefragt, ob wir uns treffen könnten und wir haben uns dann in einem Café in Frankfurt getroffen. Ja. Mit der Opera in Stadtmitte und haben wir gesprochen und da habe ich gesagt, ja, er hat mich beobachtet jetzt und von unserem Freundschaftsspiel im Winter, da habe ich auf der 6 gespielt, erste Halbzeit, zweite Halbzeit als Innenverteidiger und hatte einen guten Tag und gesagt, ja, ich wäre
flexibler Spieler. Er könnte sich das sehr gut vorstellen und ob ich mir vorstellen könnte, für Eintracht zu spielen. Mhm. Ich sage, selbstverständlich. Erste Bundesliga, ich war damals 27, 28. Also letzte Ausfahrt nach Ober. Und dann dachte ich, geil, mache ich. Ja, logisch. Und dann hat er gesagt, ja, aber er trainiert sehr hart. Dann ich sage, wenn die anderen das überleben, dann überlebe ich das auch. Bin mir sicher. Da haben wir beide gelacht und ich gesagt, ja, der gibt seinem Berater oder seinem Manager Bescheid und kontaktieren meine Berater. Und dann standen wir drin im, ja, ging es um die Verhandlungen, weil ich habe festgeschrieben, eine Ablöse gehabt. Und Christian Heidel sagt, war auch dabei. Und damals hat Eintracht Frankfurt eine Auflage bekommen vom DFB, dass die irgendwas nicht richtig ausgefüllt haben bei der Lizenzvergabe, mhm, und haben dann einen Transfer verfolgt. Mhm. Also die dürften keine Transfers machen, was Geld kosten, ein Jahr lang. Mhm. Das war genau dieser Moment. Ah, super. Okay. Dann haben wir diskutiert, was gibt es sonst für Möglichkeiten, und ich stand da drin und habe zum Heidel gesagt, also ich will nur oben spielen, einmal, lass mir einmal da rein. Dann sagt der Christian zu mir und sagt, hey, wenn du gehst, dann will ich die volle Ablöse und sonst gar nicht. Mhm. Wie viel wären es? Was? Wären es gewesen? 750.000. Okay. Mhm. Ja, da ist es der Deal leider geplatzt. Okay. Also ich denke mal, Eintracht Frankfurt ist schon was Besonderes. Und für mich damals, wir waren zweite Liga und wir waren erste Bundesliga. Wenn du dann in dem Alter noch das... Und ich wollte es nur wissen, packe ich das, mit denen Top-Spielern da oben zu spielen? Mhm. Etc. Also es wäre schon ein Highlight gewesen. Mhm. Ja, klar. Bist aber knapp den Medizinbällen entkommen quasi. Das wäre mir wurscht gewesen. Da hätte ich alles dafür gemacht. Glaube ich dir, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Okay, aber es ist ein guter Platz und jetzt auch mit den Fans. Also ich glaube, Frankfurt hat auch eine gute Fan-Community. Nicht um Mainz, wie du auch schon gesagt hast, da zu schmälern. Aber Frankfurt, wenn man es jetzt gesehen hat, bei denen, wo sie die Europa League gewonnen haben, was dort die Fans halt auch machen, das ist schon beeindruckend. Das ist überragend. Ich meine, Mainz ist auch für mich wie eine Heimat hier in Deutschland. Mhm. Unsere älteste Tochter ist in Mainz geboren und es ist immer was Besonderes. Wenn du dort reinkommst, dann ist es wie zu Hause. Ich habe auch meine Hospitation gemacht dort, wo ich beim Tugel, wo ich zum Pro-Lizenz Zeug gemacht habe. Und also es ist auch sehr toll. Aber Frankfurt wäre tatsächlich damals, da hätte ich gern gespielt. Ja. War kurz davor. Schade drum. Aber du hast ja trotzdem einen guten Weg gefunden. Ja. Und dein Platz 1 hast du wahrscheinlich eingangs schon erwähnt, wäre Liverpool. Liverpool, warum? Ja, es ist halt, wenn du in Skandinavien aufgewachsen bist, dann bist, hat jeder von uns hat einmal englische Mannschaft gehabt. Mhm. Ich war halt damals für Liverpool. Mhm. Als 5-6-Jähriger und du standst auf dem Schulhof und warst alleine und hast selber den Moderator gemacht und sagst, ich bin der Kevin Keegan jetzt oder Ian Ross oder ich schieße den Ball so rein und hast selber gejubelt und das war halt, Liverpool war halt immer meins. So. Mhm. Mhm. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass mein Freund dort hingegangen ist und vor allem die Voraussage, wie es gelaufen ist jetzt bei ihm, beim Kloppo. Weil er war schon ein besonderer Typ und auch nicht nur als Spieler, sondern wie er gedacht hat, sehr intelligent und sein Weg, was er mit Mainz gemacht hat, wie er ganze Dortmund umgekrempelt hat. Und dann ging er nach Liverpool und bei mir ist der Telefon ständig. Alle Medienleute in Island haben bei mir angerufen, was ist das für ein Typ, wer ist dieser Kloppo und bla bla bla. Und dann sage ich, ich gebe ihm noch 2 Jahre. Er braucht die 2 Jahre, das zum Festigen, die faulen Äpfel auszusortieren, sein richtiges Team rundherum zu bilden. Und genau so war es. Und jetzt der erfolgreichste Liverpool-Trainer aller Zeiten. Und das habe ich damals, war für mich klar, er bracht es, er macht es. Und den Anfang, sein erstes Jahr, hat er wirklich aussortieren müssen. Spieler, wo wirklich
Aber er macht es dann immer auf gute diplomatische Art. Das ist keiner, wo einfach einen vor die Tür setzt. Das ist, die Spieler werden dann auch verkauft im Interesse vom Verein etc. Mhm. Und der formt sich, wenn man ihn kennt, immer sein Team genauso. Und das war mit Dortmund genauso. Ich will da keine Namen nennen, was er da alles aussortiert hat oder was weggegangen ist. Mhm. Und der ist einfach ein Leader. Und es ist ein Typ, das ist einer, wenn der anruft und sagt, ich gehe 3 Wochen nach Afrika, morgen kommst du mit, machen wir Urlaub, das geht sofort mit. Also das ist ja einfach normal. Ist der Kontakt noch da? Also tauscht ihr euch immer noch hin und wieder mal aus? Nee, aber er ist natürlich sehr beschäftigt jetzt und extrem schwierig, natürlich, aber ich sag, wenn man sich trifft, und das war so, wenn es vielleicht irgendwelche Anlässe gibt, dann, man spricht miteinander, ist das Gespräch, als wäre man gestern, hat man sich gestern getroffen. Also es ist nichts. Manche Menschen ändern sich nicht. Die sind immer so ähnlich wie meine Jungs in Island, mit denen, wo ich auch gewachsen bin. Jetzt bin ich doch 30 Jahre in Deutschland unterwegs. Und wenn ich heimgehe und ich sitze bei meinem Freund, Wohnzimmer oder auf der Terrasse und wir quatschen, ist es, als wäre ich letzte Woche bei ihm gewesen. Weißt? So ähnlich ist es auch bei ihm. Oder er gab damals im Zimmer zusammen mit Jürgen Kramny immer gewesen. Da lacht man einfach. Also von den Fußballern hier, der Ansgar Brinkmann war jetzt die letzte Zeit hier auch. Ist hier runtergekommen, hat mich besucht. Und okay. Wir halten da schon einmal Kontakt, alle, die man so. Sehr cool. Oder allgemein die Fußballer. Ja. So geht es mir in Österreich genau gleich. Mhm. Wenn ich nach Kärnten gehe oder in Vorarlberg und ich treffe meine ehemaligen Kollegen. Es ist einfach eine Freundschaft, obwohl man nicht täglich verbunden ist, aber trotzdem, man hat gute Zeit miteinander und jeder kennt sich. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn Menschen sich gar nicht großartig verändert haben, auch wenn sie riesen Erfolge haben, sondern die bleiben immer noch dieselben. Ja, klar. Es gibt so Menschen, mit denen unterhält man sich ein paar Monate überhaupt nicht und trotzdem, wenn man sie trifft, knüpft man genau dort an, wo man quasi gehört hat. Absolut. Ja, das sind echt Besonderheiten. Bei dir waren es jetzt sehr interessante Einblicke, auch nochmal jetzt durch das Spiel in dein Leben, in deine Vergangenheit. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Eine Abschlussfrage hätte ich dann noch. Und zwar, wenn du einen Tipp geben könntest, jetzt als Spieler oder als Trainer, was würdest du sagen, sollten Trainer, die jetzt quasi, oder Leute, die sich überlegen, Trainer zu werden, sollte man auch mal ein Wagnis eingehen, um zu sagen, wie du jetzt bei Lustenau damals, okay, wenn ich nicht unter die ersten 3 komme, dann bekomme ich halt nicht die Pro-Lizenz oder würdest du das empfehlen, dass man da doch Wagnisse eingeht mal, um die Möglichkeit zu haben? Ja, ich meine, das Allerschlimmste ist das Nachhinein zum sagen, hätte ich das. Wenn man die Chance hat, was zu probieren, was zu machen, unbedingt. Weil es gibt nichts Schlimmeres zum sagen, Nachhinein hätte ich bloß was anderes gemacht. Und man muss das manchmal wagen. Und ich sage gerade, wenn einer Trainer machen will, dass man seine eigene Identität nicht verlieren darf. Das ist das, was uns in Island immer Waffe war, auch nicht nur als Team, sondern wir haben einfach eine klare Identität. Die haben wir nicht verloren. Wenn man die erfolgreichen Trainer sieht, Alonso, Guardiola, Klopp, Top-Spieler, die widerspiegeln das für mich wieder, die haben ihre Identität noch nie verloren. Die sind genauso authentisch als Trainer, wie sie als Spieler waren und es kommt drüber. Ich glaube, das ist einfach, du kannst niemand kopieren. Ich kann nicht so tun und machen, als wäre ich irgendein Professor oder und dann ich bin so, wie ich bin und dazu muss man einfach stehen. Jeder von uns hat Waffen, Stärken und Schwächen, aber ich glaube, verlier niemals deine Identität und wenn du die Chance hast, irgendwas zu machen und auf sein Bauchgefühl zu hören, probier's, gib's Gas. Sehr gut. Ja, ist ein gutes Schlusswort.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch eine Wette mit dir ein. Ich wette darauf, es geht ja mit der schlecht quasi. Wenn ich sage, ich wette darauf, dass Island es noch schafft zur EM, kannst du schlecht sagen, ich wette dagegen, ne? Ich kann gar nicht dagegen schauen. Das sage ich ja. Aber dann machen wir es so, wenn Island es schafft, dann nimmst du uns mal mit aufs isländische EM-Gelände. Das ist eine Wette, die wir eingehen können, oder? Das machen wir. Das klingt gut. Das kriegen wir hin. Alles klar. Helgi? Passt. Tja, alles Gute hat auch irgendwann ein Ende. Mir hat es enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Helgi in dieser Folge ein bisschen besser kennengelernt, der eine für mich zumindest beeindruckende Karriere hinter sich hat und nebenher vor allem auch ein Business aufgebaut hat. Außerdem konnten wir Einblicke in die isländische Nationalmannschaft bekommen und was ihn dazu bewegte, Nationaltrainer von Liechtenstein zu werden. In dem Zusammenhang vielen Dank nochmal an André und Dietmar Kohli, die den Kontakt hergestellt haben. Wir wünschen dir, lieber Helgi, auf deinem weiteren Weg in Pfullendorf, aber natürlich auch beruflich nur das Beste. Und euch, liebe Hörer, wünsche ich eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Profiteur von der Grasnarbe bis in die Stadien. Bis dahin würde ich sagen, bleibt völlig losgelöst.